gratuliere Ihnen zum Parteivorsitz, Herr Özdemir. Danke. Ich habe ja, wie Sie wissen, gerade laut darüber nachgedacht, dass sich die Grünen eine gewisse Schnittmenge vorausgesetzt eine Koalition mit Ihnen durchaus vorstellen können. Oh, das wäre fein. Das sollten wir aber als Parteivorsitzende schon jetzt gegenseitig Vertrauen aufbauen. Wenn Sie einen Rat brauchen. Also viele Leute scheinen sich mehr für meinen Backenbart und weniger für meine politischen Vorstellungen zu interessieren. Das kenne ich. Aber Sie haben doch gar keinen Backenbart. Nein, aber es ist doch so. Vielen ist die Frage nach dem Äußeren wichtiger als die nach einer guten Politik. Mit Verlaub, Frau Kanzlerin, aber Ihre Frisur sah ja früher auch aus, als hätte man sie gerade aus dem Wasser gezogen. Meinen Sie, Ihre Koteletten sehen besser aus? Das ist ein Backenbart. Koteletts gibt es nämlich bei mir weder an den Ohren noch zum Essen. Ich bin nämlich Muslim. Naja, wenn ich mir die so angucke, erinnern die mich irgendwie an altertümliche Haltegriffe aus meiner Trambahnzeit. Jock Güzel. Huch, was denn für ein Schock. Schokisel heißt auf Türkisch sehr schön. Prima Idee mit den Griffen. Links finden die Fundis halt und rechts die Realos. Für mich wäre das nichts, weil meine Parteiflügel mir dann meine Topfrisur ganz schön zersausen würden. Aber für unsere Koalitionsidee ist es doch eine feine Sache, wenn Sie auf die Art und Weise Ihre Ökos schon mal ruhigstellen können.